Diese furchteinflößende Kreatur bereitet deutschen Förstern und Waldbesitzern große Kopfschmerzen. Abgestorbene Blätter deuten auf das Werk des Killerkäfers hin. Der Eichenprachtkäfer zwingt Roland Klemm vom Forstamt im Wald bei Braunfels in Hessen zur Markierung der Bäume, die das Insekt hat absterben lassen. Zwar können gesunde Bäume die Schädlinge abwehren, Stämme, die jedoch bereits geschwächt sind, werden besonders leicht Opfer des Eichenprachtkäfers. Meist hilft dann nur noch das Fällen des befallenen Baumes. Ob mit einfacher Kettensäge oder hochmoderner Technik, je schneller das Holz fällt, desto besser. Wir haben jetzt den zweiten Probebaum gefällt. Wir werden jetzt auch hier wieder schauen, ob wir Käfer unter der Rinde finden. Und so tasten wir uns jetzt Stück für Stück ran, bis wir die Kategorie Baum quasi gefunden haben, die noch befallen ist. Dieses fiese kleine Insekt, der Eichenprachtkäfer, legt seine Eier in die Rinde am Stamm von Eichen. Nach 10 bis 14 Tagen schlüpfen die Larven und fressen sich unter der Rinde satt. Besonders perfide, es muss erst gefällt werden, um den Käfer und seinen angerichteten Schaden überhaupt ausfindig machen zu können. Hier ist irgendeine Störung unter der Rinde. Das ist genau dieser Saftstrom, der entweder von unten und von oben kommt. Hier ist irgendwo, sind diese Leitungsbahnen zerstört. Und deswegen kann sich jetzt hier unten drunter das Wasser, was von unten hochgepumpt wird, oder in dem Fall gehe ich von aus, dass es von oben runterkommt, tritt hier quasi aus diesen Leitungsbahnen aus und sammelt sich jetzt hier unter der Rinde. Hier kann man jetzt ganz schön sehen, wie sich diese kleine Larve durch den Stamm bewegt. Die Larve durchtrennt die Lebensader des Baumes. Winzig wie eine Stecknadel und doch so tödlich. Der Stamm hat keine Chance. Die ist noch zu klein. Die sind aktuell vielleicht 3-4 mm lang und vielleicht einen halben bis maximal einen Millimeter breit. Mehr ist das noch nicht. Und die eben jetzt beim Kratzen freizulegen, zu finden, ist Glücksfall. Im Normalfall ist die so klein, dass ich die, wenn ich sie nicht durch Zufall volltreffe, direkt mit dem Messer umbringe. Umgebracht hat hier im Harz ein anderer Käfer ganze Landstriche. Der Borkenkäfer frisst sich vor allem durch Fichtenwälder, sorgt im mitteldeutschen Gebirge für Mondlandschaften. Die Einwohner des Harzes nennen ihren Wald nur noch Silberwald. Apokalyptische Bilder, die verdeutlichen, wie real die Gefahr des Insektenbefalls werden kann. Wir haben jetzt 20.000 Hektar gehabt, davon 85% Fichte, die ist zu 90% verschwunden. Man sieht das ja auch an den Flächen, große Kahlflächen. 99% von dem, was Sie jetzt hier in diesem Ausschnitt sehen, sind Fichtenwälder gewesen. Noch hält sich der Schaden des Eichenprachtkäfers in Grenzen. Doch das exponentielle Wachstum ist das, was Sorgen macht. Nach trockenen Jahren waren 2020 10 Hektar Eichenwald befallen. Ein Jahr später hat sich die Zahl verdreifacht. Und die Tendenz ist aktuell weiter steigend. Also wenn wir den Käfer nicht unter Kontrolle bekommen, werden wir auf großen Flächen Eichenbestände, die nicht auf optimalen Standorten stehen, die nicht gut optimal mit Wasser versorgt sind, sicherlich verlieren in großer Anzahl. Ganz so schlimm wie beim Borkenkäfer wird es wohl nicht werden. Schon allein, weil es deutlich weniger Eichen gibt als Fichten. Der Eichenprachtkäfer ist dennoch zu exponentieller Ausbreitung fähig. Im Mai kommenden Jahres schlüpfen sie dann, die gefährlichen Larven. Ein wirksames Gegenmittel gibt es derzeit nicht. Forstämter können nur eins tun, um eine Verbreitung einzudämmen: befallene Eichen fällen.